Herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr so zahlreich hier seid. Ich scheine gute Werbung eben am Anfangstalk gemacht zu haben. Kurze Frage in die Runde. Wer von euch kennt schon OpenHub und nutzt es? Oh, schon einige. Und dann kommt ja ein Einsteiger-Talk. Na, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich habe für euch da auch was mit dabei. Mir ist so eine Sache heute Morgen aufgefallen, gar nicht heute Morgen, heute Mittag. Der Bernd Grohmann sprach davon, irgendwie, wir erreichen jetzt den Massenmarkt. Wenn ich so in die Runde geblickt habe, hatte ich so das Gefühl, der Massenmarkt an den Leuten, die irgendwie mit Homematic rumbasteln und was machen, ist doch noch relativ eingeschränkt. Und insofern lassen wir eigentlich locker 50% der Bevölkerung erstmal außen vor, das sind nämlich die ganzen Frauen. Umso mehr freue ich mich, da ich mindestens eine im Publikum hier heute sehe. Eine Frau und auch ein Kind da hinten habe ich gesehen. Da möchte ich mal einen ganz großen Applaus, dass wir hier wirklich alle abdecken. Gut. Ich habe das Problem, ich bin da letztendlich genauso in der großen grauen Masse der mittelalten Herren, die Spaß haben, mit so einem Kram rumzubasteln. OpenHub ist letztendlich ein Projekt, so für diese Zielgruppe, auch bei uns in der Community, sehe ich leider mehr oder weniger das und sehe fast keine Frau anwesend, was ich immer sehr, sehr schade finde. Aber ich hoffe, dass zumindest die Lösungen, die damit gebastelt werden, hinterher funktionieren und insofern auch den häuslichen Segen immer erhalten. Also, worum geht es bei OpenHub? Auf der Welt draußen gibt es noch mehr als Homematic selbst und man hat letztendlich mit vielen Technologien, Produkten und so weiter zu tun, die man irgendwo miteinander vernetzen will. Wenn man sich da diverses gekauft hat, dann hat man einen Zoo von Apps üblicherweise und das Schlimmere daran ist ja, dass irgendwie jedes System für sich dann die ganzen Daten raus in die Cloud funkt zum Hersteller und dass man im Prinzip viele Silos hat, die viele Löcher in die eigene Firewall reinhauen und man als technisch versierter Mensch mit so einer Lösung am Ende nicht wirklich glücklich ist, dass das Gesamtsetup so aussieht. Insofern kennen wir das alle, es gibt eigentlich keine Cloud, es gibt nur andere Leute Computer und eigentlich wollen wir ganz gerne Herr über unser eigenes System sein und den Kram auf dem eigenen Rechner laufen haben. Von daher das No Place Like Home für OpenHub bedeutet letztendlich das IoT, nicht das Internet of Things, sondern das Intranet of Things. Das Ziel ist wirklich, eine lokale Vernetzung von den Sachen hinzubekommen, vom lokalen Netz zu reden und dort die Sachen zu kontrollieren. OpenHub ist jetzt eine Softwarelösung, Open Source, die letztendlich genau das als Ziel hat. Es gibt neben OpenHub eben andere wie IO Broker, was hier sehr prominent immer vertreten ist. Es gibt Home Assistant und noch diverse andere, die letztendlich genau das gleiche Ziel haben. Insofern betrachte ich all die ganzen Lösungen auch nicht irgendwie als Konkurrenz zu OpenHub, sondern denke, dass eigentlich alle, die hier Open Source aktiv sind, solche Lösungen zu etablieren, wirklich genau das gleiche Ziel haben und wirklich gemeinschaftlich eigentlich für eine gute Sache hier arbeiten, sowas zu etablieren. Was ist Open Source? OpenHub, Open Source, wie gesagt, das ist getrieben von Leuten in ihrer Freizeit, die contributen, die in der Community helfen und wirklich ohne kommerzielle Hinteraspekte daran arbeiten. Fokus auf Smart Homes, klar. Es gibt aber auch durchaus Leute, die das in komplett anderen Kontexten aufsetzen und einrichten. Ich habe schon Fälle gehört von einem Inder, der das irgendwie in der Fabrikhalle fürs Eventing verwendet hat. Bei mir in Darmstadt wird lokal die Fehlersignalisierung vom öffentlichen Nahverkehr mit OpenHub geregelt und auch solche Fälle gibt es da durchaus, aber primär, wer es einsetzen will, es geht um Smart Home. System-of-System-Ansatz, prinzipiell ist es so, dass man eben diese ganzen Silos hat, die man sich irgendwie schon mal einrichtet. Man hat seine CCU mit Homematic und betreibt das System, man hat irgendwo ein anderes System, vielleicht KNX oder sonstiges und die sind letztendlich für sich funktional und schon aufgesetzt. OpenHub ist im Prinzip normalerweise die Ebene darüber, um das Ganze dann zu orchestrieren und miteinander zu integrieren. Insofern die Idee, ein einzelnes UI über das Ganze zu haben, Automatisierung über alles zu ermöglichen und eben Visualisierung, um quasi Zustände und so weiter einfach einsehen zu können. Klein bisschen Statistik. OpenHub hat viele Einzelbestandteile. Wir haben über 30 Repos auf GitHub.
rund 500 Leute haben schon Code contributed dazu. Wir haben einen recht großen Turnaround mit Pull Requests oder Contributions jeden Monat, die da reinkommen und prozessiert werden. Anzahl Nutzer kann ich überhaupt gar nicht abschätzen. Ich bin mir sicher, es sind weit über 100.000, aber wir haben überhaupt kein Tracking in irgendeiner Form von, welche Installationen sind da draußen, weil wir wirklich da Privacy ernst nehmen und sagen, okay, das geht uns nichts an, das wollen wir nicht wissen. Insofern haben wir da eigentlich keinen Überblick, wie viele aktive Instanzen draußen sind. Aber wir sehen halt sehr viele Downloads in jedem Monat von der Software, sehr, sehr viel Aktivität in der Community und so weiter. Ich habe gerade gesagt, es gibt verschiedene Bestandteile. Der Hauptteil ist erstmal die Runtime, wie wir sie nennen. Das ist letztendlich ein Stückchen, den man sich auf dem Raspberry Pi installiert, der letztendlich das Hirn der ganzen Software ausmacht. Wir haben verschiedene Paketierungen davon. Man kann sich das aus Abtrepos für Linux holen, Docker-Images, für Synology passende Applikationen schon zum Draufinstallieren. Also für jeden Geschmack was dabei. Und es gibt daneben aber eben auch noch andere Komponenten, wie die nativen Apps für Android, iOS, für Windows, die gepflegt werden. Es gibt auch eine Cloud-Komponente, die man sich selber auch hosten kann und die den Zweck erfüllt, remote auch auf seine lokale Instanz zugreifen zu können, wenn man das möchte, ohne irgendwo Ports freischalten zu müssen in seiner Firewall, ohne VPNs aufzusetzen, was vielleicht für manche Leute zu aufwendig ist. Und insofern das ermöglicht. Und neben dem Remote-Zugriff dient diese Cloud-Komponente dann auch noch für die Integration mit anderen Cloud-Diensten, bei denen man nicht lokal drankommt, weil man irgendwie einen HTTP-öffentlichen Gegenpunkt braucht, wie für Alexa Skill, für Google Assistant, als auch eine If-This-Then-That-Integration haben wir über diesen Weg ermöglicht im System. Bisschen zur internen Struktur, wie es aufgebaut ist. Zentralste Komponente ist im Prinzip ein Publish-Subscribe-Event-Bus, bei dem wir auf einer abstrakten Ebene definiert haben, was für Arten von Informationen und Operationen gibt es. Das sind bei uns die State-Updates auf Zustandsänderungen und Kommandos, wenn man irgendwas aktiv auslösen will. Diese Kommandos und State-Updates sind im Prinzip für jedes Gerät, jedes Protokoll exakt dann die gleichen auf dieser Ebene. Und wir haben die sogenannten Bindings, die letztendlich so eine Art Treiber sind für ein konkretes System, die man modular reinpluggen kann, je nachdem, was man zu Hause im Einsatz hat und was man für sich braucht. Insofern, OpenHub kommt nicht immer als Gesamtpaket mit allem, was es unterstützt, sondern man selektiert wirklich die Teile, die man für sich braucht. Auf diesen Events dann, die erstmal stateless sind, also nur vorbeifliegen, gibt es die Item Registry, die schreibt sich dann die letzten Zustände weg, um darauf basierend eben dann auch UIs für Visualisierung befüttern zu können, um den aktuellen Zustand von Geräten in Regeln abfragen zu können und dort drauf zu reagieren. Das sind nur ein paar der Integrationen. Insgesamt haben wir weit über 150 bis knapp 200 Bindings, glaube ich. Letztendlich alles dabei, was man im Smart-Home-Umfeld kennt, lässt sich wirklich sehr, sehr flexibel da rein integrieren. Ein bisschen zu den Begrifflichkeiten. OpenHub unterscheidet im Prinzip zwischen drei Ebenen. Das erste, unten angefangen, ist die physische Ebene, bei der wir von den Things sprechen. Das sind wirklich jetzt die Aktoren, Sensoren, die Geräte, die wir irgendwie dem System hinzufügen und konfigurieren müssen. Wie jetzt hier Schaltaktor, Fensterkontakt und so weiter. Auf der funktionalen Ebene, auf der wir dann mit Regeln und den UIs unterwegs sind, da sprechen wir von Items, die letztendlich nur noch logische Datenpunkte sind, auch wirklich eine Funktionalität, ein Sensormesswert, ein etwas, was man schalten kann. Die Sachen sind entkoppelt erstmal von den Things und werden dann durch den Nutzer letztendlich zugeordnet. Wir können dann sagen, okay, dieser Sensorwert kommt jetzt hier von diesem konkreten Gerät, sodass man auch sagen kann, wenn das Gerät mal kaputt ist, sondern man möchte es austauschen gegen eine andere Technologie, braucht man letztendlich da nur neu diesen Faden ziehen, diesen Link setzen, ohne irgendwie seine UIs anzupassen, ohne seine Regeln irgendwie anpassen zu müssen und so weiter. Letzte Ebene ist dann noch die semantische Ebene, das ist so das Neueste, was noch on top kam. Wir
können bei den Items zwar sagen, okay, wir wissen, das ist irgendwas, das kann ich ein- und ausschalten oder das setzt irgendwie einen Zahlenwert, aber wir wissen noch nicht genau, um was es sich dabei handelt. Das ist insbesondere dann interessant, wenn Computer und Algorithmen selbst diese Informationen auswerten sollen, um irgendwas damit zu machen. Da können wir dann noch sogenannte Tags draufsetzen, die eine Semantik auf diesen Items definieren. Gut, Sitemaps sind noch ein wichtiges Konzept, das ist letztendlich ein deklarativer Ansatz, um UIs zu beschreiben. Da drin wird im Prinzip eine Liste von Widgets definiert pro Seite, die man haben möchte und sagt dann, das sind die und die Items, die jetzt hier angezeigt werden sollen. Es wird nicht das Rendering beschrieben, sondern wirklich nur eine Struktur von den ganzen Sachen, sodass diese Sitemaps jetzt von ganz unterschiedlichen UIs genutzt werden können und ausgewertet werden können. Also man schreibt sich einmal die Sitemap, die wird dann zum Beispiel genutzt, um sie auf der Pebble-Uhr zu rendern und darzustellen, in Web-UIs, auf den nativen Apps und so weiter. Also man hat da wirklich relativ einfach die Möglichkeit, sich das flexibel zu gestalten. Was gibt es noch neben den Integrationen? Wir haben viel Dienste Richtung Text-to-Speech, also wie können wir den Nutzer notifizieren, auf welche Art und Weise. Da gibt es verschiedene Engines, die letztendlich dann die Audio-Dinge erzeugen, auch je nachdem, auf was für ein System man das laufen lässt, macht da die eine oder andere Wahl Sinn. Audio-Syncs, wo können wir quasi jetzt auch den Ton wie ein Text-to-Speech-Notification ausgeben? Dafür können wir auch vernetzte Lautsprecher oder Sonstiges benutzen, um das wirklich dorthin zu streamen dann. Data Persistence, klar, wir wollen irgendwo uns auch Zeitreihen und Werte speichern, persistent, um darauf dann Charts und so weiter zu generieren. Und die Third-Party-Integration, hatte ich schon erwähnt, mit Alexa, Google, gibt auch HomeKit-Integration direkt für zu Hause. Microsoft als die Privacy-Aware und Open-Source Software für einen Smart Speaker, wo ich hoffe, dass die es bald schaffen, auch die Hardware dazu zu liefern. Aber man kann sich auch im Raspberry Pi einsetzen. Sehr interessantes Projekt für alle, die ein Voice Assistant haben möchten. Alle Features sind letztendlich über eine REST-API auch zugänglich. Das heißt, man kann sehr einfach sich eigene UIs oder externe Systeme basteln, die dann darauf aufsetzen, irgendwas schalten, auslesen und machen. Neben der REST-API, um auch informiert zu werden über Events, haben wir Server-Side-Events implementiert, sodass man quasi eine Subscription machen kann, um auch informiert zu werden von OpenHub über neue Events, über Veränderungen und so weiter. Gut, Homematic Binding, speziell für diese Runde hier aufgelistet. Was tut das im Allgemeinen? Es hat Unterstützung für im Prinzip sämtliche Gateways da draußen, die BIN- oder XML-RPC-Schnittstelle anbieten, angefangen von den CCUs, Raspberry Matic und so weiter. Alle, die hier mit Sternchen gekennzeichnet sind, können auch automatisch im lokalen Netz gefunden werden, ohne dass man die jetzt explizit konfigurieren muss. Und letztendlich die Geräte, die dann jeweils dort dran angeschlossen sind, werden auch eins zu eins dann in OpenHub abgebildet und unterstützt. Also man hat letztendlich die ganze Funktionalität von der Homematic-Seite dann auch zur Verfügung. Gut, damit genug der Slideware. Ich habe jetzt auch ein bisschen was mitgebracht zum Live-Zeigen. Ich mache seit vielen Jahren Live-Demos eigentlich in allen meinen Vorträgen zu OpenHub. Ich habe noch nie Homematic verwendet. Insofern bin ich mal gespannt, ob das heute alles klappt. Als Vorbereitung habe ich hier mir einen schönen Raspberry Pi mit natürlich OpenHub-Logo drauf, aber mit Raspberry Matic installiert, was soweit in meinen Tests jetzt sehr gut funktioniert hat. Und an dem schon angelernt habe ich hier einen Tür-Fenster-Kontakt, Temperatur-Luftfeuchte-Sensor und einfach einen Taster. Die sind da jetzt soweit dran. Des Weiteren habe ich hier in meinem Netzwerk eine LiveX-LED-Lampe. Die hängt einfach im Wi-Fi drin, die hat einen Wi-Fi-Chip, ist darüber ansprechbar. Und das ist soweit die wesentliche Hardware, die ich dabei habe. Ich gehe jetzt hier auf die Kommandozeile. In dem Verzeichnis habe ich OpenHub installiert und ich starte das einfach jetzt mal hier. Das braucht man nicht groß lesen können, aber das kommt da jetzt hoch. Gut, da sehen wir es. OpenHub, zack, gestartet. Wenn das nun da ist,
Also wichtig zu wissen, ich habe OpenHub jetzt nicht auf dem Raspberry Pi hier auch drauf, sondern auf meinem Rechner. Da das in Java implementiert ist, läuft es im Prinzip auf jeder Plattform 1:1, die irgendwo eine JVM oder eine Java Virtual Machine anbietet. Raspberry Pi geht das, da haben wir auch ein fertiges Image für. Aber auf Mac und Windows, man kann es betreiben, wo man möchte. Und der Einfachheit ist es jetzt für die Demo von meinem Rechner am einfachsten. Gut, das ist hochgestartet. Wir können jetzt auf den Localhost hier zugreifen und bekommen unser Dashboard, wo letztendlich verschiedene UIs angezeigt werden. Das für die Einrichtung ist das Paper UI. Das machen wir mal auf. Und wir sehen schon, in der Inbox wurden zwei Sachen gefunden, nämlich einmal Color 1000, das ist der Produktname von der LifeX-Lampe, und eine CCU3-App, die wir hier haben. Das heißt, hier können wir jetzt einfach hergehen, sagen, okay, möchten wir gerne verwenden, wir könnten noch den Namen ändern, wenn wir wollten. Füge ich jetzt aber einfach mal hinzu, genauso die Homematic Bridge hinzufügen. Nach dem Hinzufügen wird jetzt schon automatisch Discovery ausgelöst auf der CCU, sodass wir jetzt nur einen Moment warten müssen und jetzt werden die ganzen Geräte ausgelesen, die da drin angelernt sind und zur Verfügung stehen. Da können wir jetzt, können wir hergehen, wir sehen, hier ist der Funk-Wandtaster zweifach, prima, wollen wir, nehmen wir. Wir haben Tür-Fenster-Kontakt, auch da hinzufügen. Wir haben den Funktemperatursensor innen, auch hinzu. Und ansonsten sind das hier nur die virtuelle Fernbedienung, Gateway-Extras, wo man Skript und so weiter zugreifen kann. Das Ding hier wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, was das ist. Interessiert mich jetzt für die Demo alles nicht. Blenden wir hier aus, brauchen wir nicht. Und haben jetzt unsere ersten Geräte hier drin. Wir können jetzt mal eine einfache Regel anlegen, um zu gucken, ob das schon funktioniert. Zum Beispiel basteln wir uns eine Klingel, sagen, wenn ein Trigger-Channel, das ist also einer der Funktionalitäten von den Things, feuert. Da tauchen jetzt hier die beiden Homematic-Buttons auf. Ich mache das hier mal größer, da Button 1 und 2. Das heißt, den wählen wir uns aus. Wenn der feuert, dann können wir sagen, mache etwas, nämlich spiele einen Ton ab. Und der Ton soll mal die Türklingel sein. Damit habe ich meine erste Regel erzeugt. Und jetzt probieren wir das mal, ob das hier funktioniert, wenn ich das Ding in die Hand nehme. Genau, beim ersten Mal wird es noch frisch durchkompiliert im Hintergrund. Running, das braucht jetzt gerade erstaunlich lange. Aber sehr erstaunlich lange. Klassischer Demo-Effekt, immer wieder. Zu Hause hat das 23 Mal hintereinander funktioniert, ganz problemlos. Was macht er gerade? So kompliziert war meine Regel nicht, oder? Gucken wir mal, ob irgendwelche Exceptions rausgeflogen sind. Ja, das sieht nicht weiter schlimm aus. Das sieht eigentlich alles ganz toll aus. Mal kurz deaktivieren und wieder starten. Hier mal ausprobieren. Irgendwas ist da noch ganz komisch. Play Sound. Play Sound File. Ton ist da. So, wir löschen die mal und machen die Regel einfach nochmal. Wie das in der IT ist, oder? Nochmal Reboot und alles funktioniert. Kennen wir. So. Trigger. Zack, dann. Play Sound. Nein. Türklingel. So, jetzt erstmal hier testen. Running, Initialize, Idle. Was möchte mein Rechner mir sagen? WLAN, alles da. Das finde ich jetzt echt gemein. Okay, dann wirklich, wie ich gerade sagte, einmal OpenHub neu durchstarten. Das muss man eigentlich nie. Ich habe Leute, die sagen mir, sie haben seit 3 Jahren die Instanz laufen und das funktioniert stabil und super.
Insofern habe ich jetzt keine allzu große Hoffnung, dass das irgendwie einen Unterschied macht, aber wir probieren es einfach mal zusammen. Erdstrahlen, ja, das kann sein. Ich muss sagen, die Demo in Kassel habe ich noch nie ausprobiert. Insofern, vielleicht ist das irgendwie ein komischer Ort, wo wir sind. So, da sind wir wieder zurück. Er startet noch. Regeln. Hatte ich jetzt eben gelöscht? Wo ist er hin? Ich hatte sie nochmal gelöscht, echt? Wollte ich doch gar nicht. Na gut, ihr habt gut aufgepasst. Das war nur der Test, ob ihr auch nach dem Kaffeetrinken noch alle wach seid. So. Das Gute ist, es geht mit jedem Mal geht's schneller, hier das zu konfigurieren. Ich verdrücke mich aber doch jedes Mal auch wieder neu. So. So. Aber jetzt. Jetzt bin ich echt baff. Okay. Das ist ganz egal, weil ich habe jetzt diese Regel hier einfach mal manuell getriggert. Das heißt, er sollte jetzt eigentlich nur die Tonausgaben machen, wenn ich hier auf den Knopf drücke. Ganz unabhängig von der Hardware. Macht er überhaupt einen Ton? Gut, gute Frage. Aber Voice, say, hallo, Kassel. Irgendwie klemmt da gerade so die ganze Tonausgabe, ja. Nee, das ich habe das extra nur über VGA drauf, damit mir das HDMI hier nicht dazwischen funkt mit dem Ton. Unexpected Error during... Da werde ich wohl auf alles, was mit Ton zu tun hat, heute mal verzichten müssen, wenn der hier nichts rausgehen will. Na gut. Genau, machen wir. Oh! Da kommt ein Ton, wenn ich hier jetzt. Das heißt so rein, die Tonausgabe auf meinem Rechner, die tut noch was, aber. Aber hier wirklich. OpenHub kommt irgendwie gerade nicht auf das Mac-Sprachsystem unten raus. Sieht mir so aus. Wir können mal kurz hier in die Konfiguration reingehen. Da können wir sehen, dass wir hier für Audio. System Speaker, da sollte das eigentlich rauslaufen. Das ist da. Voice, können wir noch Text-to-Speech, macOS Text-to-Speech auswählen. Das nochmal abspeichern, aber das sollte eigentlich keine große Änderung machen. Okay. Belassen wir es damit. Ihr glaubt mir jetzt einfach, dass da ein Ding-Dong rauskam und wenn ich hier drücke, macht es Ding-Dong, okay? Eigentlich ganz einfach alles. Funktioniert immer bestens. Gut, dann wollte ich ins andere UI mal gehen, nämlich das Basic UI, um hier einfach mal nur zu zeigen, die Installation hat letztendlich so ein paar Demo-Files jetzt schon dabei, die ein einfaches Haus abbildet. First Floor, Ground Floor, das ist jetzt hier im Demo alles auf Englisch. Da kann man durchnavigieren, irgendwelche Sachen schalten und machen. Okay, das ist jetzt alles hier nur virtuell. Konfigurieren kann man sich das am komfortabelsten mit Visual Studio Code. Da haben wir eine Editor-Extension für. Und wenn wir hier jetzt mal reingehen, sehen wir die Item-Definitionen von diesem Demo-Setup. Kurz zum Durchsteigen, das vorderste in blau ist der Item-Typ. Das sind jetzt hier Gruppen, um irgendwie Sachen zusammen zu gruppieren. Das andere ist eine individuelle Unique ID, unter dem wir das Ganze ansprechen wollen. Hier Ground Floor Living. Das ist ein Label-Text, der im UI dann erscheinen soll. Das ist ein passendes Icon, was im UI erscheinen soll. Das hier ist eine Gruppenzuordnung. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, mein Wohnzimmer gehört zur Gruppe Ground Floor, also zu dem Geschoss. Und das hier ist dann das semantische Tag, um auch dem Computer mitzuteilen, hey, hier geht es übrigens um einen Raum, nämlich ein Wohnzimmer, falls du irgendwas Spezielles mit Wohnzimmern mal vorhast. Und so sieht das Ganze dann hier aufgebaut aus. Wir haben dann hier Switches für die Lichter und Temperaturwerte und so weiter. Ist das letztendlich hier alles aufgelistet. Diese Items tauchen dann entsprechend hier in der Sitemap auf. Und das ist letztendlich genau das, was wir da gesehen haben. Ich kann das mal Seite an Seite hier zeigen. Aber letztendlich einfach nur definiert. Wir hätten ganz gerne diese vier Gruppen angezeigt.
Und er geht jetzt, wenn wir nichts weiter spezifizieren, einfach dahin und navigiert das runter. Jetzt ist mein Rechner gerade ganz tot. Das ist nicht gut. Oh, da, es bewegt sich wieder was. Okay. Navigiert dann einfach jetzt, was sich da drunter findet. Okay, also wirklich sehr einfach, das Ganze sich zu definieren. Dann wollen wir jetzt mal ein paar Items uns hier selber rein definieren. Wir sind im Hotel, legen wir uns eine Gruppe Hotel an, sagen wir übernachten heute nach dem Hotelzimmer und konfigurieren uns jetzt hier unsere Sachen dahin. Semantisch ist das ein Room, fügen wir noch hinzu. So, jetzt wollen wir unsere Geräte irgendwie hier reinbringen, das heißt, wir brauchen Items für die einzelnen Sachen. Da ist diese Extension jetzt hier sehr praktisch im Code-Editor. Wir können nicht direkt auf unsere Things vom System live zugreifen. Und da ist irgendwas etwas komisch. Wir können jetzt hier direkt per Rechtsklick uns ein Item anlegen, dem wir noch irgendwie passendere ID und Namen geben, dem auch noch das semantische Tag zuweisen und natürlich nicht vergessen, das jetzt auch dem Hotelzimmer zuzuordnen. So. Damit hätten wir unser Licht da rein integriert. Was hatten wir hier noch? Unseren. Ne, das war der Button, den brauchen wir jetzt hier mal nicht, aber wir nehmen. Wir nehmen den Fensterkontakt, Window, Fenster, okay, tut soweit. Und natürlich noch unsere Werte für Luftfeuchtigkeit, für die Temperatur. Nächste Zeile. Temperature, Humidity. Das weisen wir auch noch unserem Zimmerchen zu. Ne? Hotel. Und geben ihm auch noch einen Tag mit. Temperature. Gut, gleich ist bei der Humidity. Gut, damit haben wir jetzt hier unseren Raum definiert mit ein paar Sachen drin und können auch in unserer Sitemap, gehen wir zu den Dateien, in die Sitemap rein und uns jetzt hier einen weiteren Frame oben drüber einfach definieren, indem wir jetzt auch direkt hier schon unsere Items sehen, die angelegt sind und fügen jetzt hier einfach das hinzu. Taucht automatisch auf. Wenn wir das speichern, macht er im Hintergrund automatisch einen Refresh nach einem kurzen Moment und wir sehen, das Ganze taucht automatisch im UI auf. Das heißt, wir haben jetzt hier unser Zimmer und siehe da, Sensoren und Raspberry Matic funktionieren wunderbar. Der hat die Werte ausgelesen. Ich muss mich da am besten mal draufsetzen, damit wir auch ein bisschen Veränderungen jetzt im Laufe der Zeit haben, sonst ist das so eine langweilige Linie am Schluss. Wir haben unsere Lampe, die hoffentlich auch ansprechbar ist. Hoffentlich. Hoffentlich. Was ist da heute los? Irgendwas ist da ganz krumm am System. Hey, wenn jetzt nicht mal mehr die Lampe geht, bin ich aber sehr traurig. Wahrscheinlich ist er hier immer noch. Command Line. Oh, ist das ja was Schönes. Fail to execute action, das war was anderes. Satellite request. Das Schlimme ist, normalerweise geht es immer besser. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Wahrscheinlich ist hier irgendwie zu viel Homematic-Funk im Raum, der alles stört. Und jedes Wi-Fi hier von mir lahmlegt, was ich hier habe. Die hier geht über Wi-Fi, ja. Ja, wobei mein Rechner ist hier am Wi-Fi.
Ich kann die nochmal, vielleicht muss sie sich neu nochmal anmelden, dass die hier irgendwie nicht hin. Bitte? Ich habe hier eine eigene Fritzbox da unten liegen, die das hier aufspannt, ja. Normalerweise ist die Fritzbox einigermaßen stabil, auch bei Konferenz-Wi-Fis. Gut. Aber genau. Gut. Gucken wir mal. Ah, genau. Wo wir auf jeden Fall mal nachgucken können, ist im Paper UI, wie denn der Zustand von den Dingern ist. Da können wir hier gucken. Konfiguration unserer Things. Ah, da sehen wir schon, die Lampe wird offline angezeigt. Das heißt, die hat irgendwie tatsächlich gerade ein Problem, dass sie gar nicht gefunden wird hier. Wir können sie auch nochmal ganz entfernen und gucken, ob sie in der Inbox auftaucht. Nochmal suchen nach LiveX. Wenn die sich irgendwann hier angemeldet hat, dann wird sie auch funktionieren. Und mein Rechner friert schon wieder ein. Okay. Gut, machen wir erstmal hier weiter. Wir haben unser Hotelzimmer mit den Sachen. Ein ganz hübsches UI, was ich jetzt zeigen möchte, was die semantischen Informationen nutzt, ist das HubBot. Das hier ist jetzt ein Chat-Client, den man sich nehmen kann für zu Hause. Und ich glaube, ja, jetzt wird es spannend, doch. Mit dem Chat-Client kann man letztendlich jetzt kommunizieren, normalerweise auch per Sprache. Jetzt bin ich hier aber offline, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wir probieren es mal. Hotelzimmer. Nee, als Label habe ich Hotelzimmer genannt, aber ist egal, ich bin jetzt hier offline. Der funktioniert, indem er die Chrome-Spracherkennung nutzt. Und Chrome-Spracherkennung klappt natürlich nur, wenn man online ist und Internetzugriff hat. Aber Chat-Client, wir können auch chatten. Wir können jetzt sagen, zeig mir mal das Hotelzimmer. Und er wirft mir letztendlich direkt jetzt hier meine Sachen direkt raus und kann auch meinen. Da rendert er den Wert aus irgendeinem Grund gerade nicht, ja. So, Wohnzimmer, ich kann sagen, auch schalte die Heizung im Erdgeschoss an. Zack, da hat er jetzt mir semantisch alle Items rausgesucht, die im Erdgeschoss liegen und die heizungsrelevant sind und hat die automatisch alle eingeschaltet. Das heißt, das ist hier sehr hübsch, um wirklich den Computer verstehen zu lassen, um was es geht und mit natürlicher Sprache jetzt herzugehen und Sachen zu schalten. Wir können auch sagen, zeige mir den Verlauf der Temperatur im Hotelzimmer. Und jetzt geht er her und jetzt habe ich das vergessen, das Ding hier warm zu machen. Aber doch, es hat ein bisschen Temperaturänderung gegeben, jetzt seitdem wir das Ding angelernt haben. Wir kriegen wirklich direkt Charts gerendert von den Daten, die persistiert wurden. Können auch jetzt hierher gehen und noch per JavaScript das näher analysieren, beziehungsweise noch irgendwelche weiteren, was haben wir da noch, Temperature, das sind ein paar Werte, die tauchen jetzt hier auch nicht auf, weil das über eine Woche angezeigt wird. Dafür sind es noch zu wenig Datenwerte jetzt seit dem Start. Okay, können auf jeden Fall hier recht schön das Ganze machen. Das HubBot hat noch mehr Funktionen, wie ich kann mir jetzt passende Suggestions, Vorschläge machen lassen für Widgets, die in meiner jetzigen Situation gerade interessant sind. Da kann man sich dann auch ablegen, zum Beispiel location-based. Ich befinde mich gerade in dem Zimmer, weil das erkannt wurde über irgendein Item, dass ich dann passend schon die Widgets angezeigt bekomme für die Situation, die jetzt gerade aktuell ist. Oder wenn irgendwo Sonderzustände da sind, dass man dann sagt, hier, das möchte ich ganz gerne dem Nutzer präsentieren. Also eine recht interessante neue Art UI-Konzept, um wirklich hier mit seinem System dann interagieren zu können. Okay.
Eine Sache, die ich auch noch zeigen wollte, die natürlich jetzt ohne Lampe und Ton nur wenig Spaß macht, aber wir probieren die trotzdem mal noch aus. Ist die Lampe inzwischen aufgetaucht? Nein, keine Lampe vor Ort. Das hat dann nichts mit OpenHub zu tun. Wenn das Ding hier nicht sich im Wi-Fi ordentlich anmeldet, dann ist dem auch nicht zu helfen. Nee, die will nicht. Okay. Egal, ich zeige mal, wie man Regeln auch geskriptet anlegen kann, weil wir haben gesehen, dass übers UI zusammenzuklicken ist potenziell ein bisschen mühsam, gerade weil man auch kein Copy-Paste einfach machen kann, Sachen zu editieren. Als technisch versierter Mensch wünscht man sich das üblicherweise textuell. Insofern können wir hier mal eine Regeldatei öffnen, My Rules. Und beispielsweise sagen, eine Leaving-Home-Regel, also was soll passieren, wenn wir das Haus verlassen. Und wir sagen, wenn, ach genau, dafür fehlt uns noch die Information, dass wir das Haus verlassen. Das können wir jetzt auch ganz einfach uns ein weiteres Item anlegen, was ich mal Presence nenne, ob wir zu Hause anwesend sind oder nicht. Das braucht gar nichts Physisches zu sein, mit dem wir das jetzt erfassen. Wir können erstmal sagen, das ist virtuell da. Das fügen wir auch unserem Hotelgruppe zu, sodass das im UI dann auftaucht. Schauen wir mal, dass das jetzt hier ist. Da ist gerade schon wieder der Rechner eingefroren. Da sind wir. Okay, da taucht es auf. Da können wir jetzt hier anwesend, abwesend schalten. Sollte eigentlich, genau, jetzt geht es auch zwischen Rot und Grün, anwesend, abwesend. Das heißt, die Informationen haben wir jetzt hier parat. Wir können sagen, okay, wenn ein Item, nämlich unser Presence, haben wir alles mit Content Completion, das geht ganz komfortabel, Change to Off, wenn wir also das Haus verlassen, dann können wir beispielsweise prüfen, wie der Zustand vom Fenster ist und wenn der offen ist, dann könnten wir jetzt hier sagen, dass er uns was sagen soll, was ich jetzt besser nicht probiere, wenn die Tonausgabe gerade unser System lahmlegt. Insofern stellen wir uns jetzt vor, er sagt jetzt hier was Nettes, say was Nettes. Und falls das Fenster zu ist, dann gehen wir einfach und schalten beispielsweise das Licht aus. Send off. Und wir können hier einfach wirklich im Skript auf unsere Itemset zugreifen, können dem Kommandos schicken, können den Zustand abfragen und können wirklich geskriptet letztendlich beliebige komplexe Logiken hier anlegen. So, das ist im Prinzip schon eine Regel. Vielleicht auch noch ein Feature, um zu zeigen, wie einfach das auch für komplexere Sachen geht. Wir können jetzt sagen, okay, wenn das Fenster noch offen war, dann gibt er uns vielleicht eine Minute Zeit, lässt das Licht noch an und schaltet es danach dann aus. Wir können Sachen machen wie einen Timer erstellen, wo wir sagen, jetzt plus seconds, das mache ich jetzt mal, damit es schneller geht, also 5 Sekunden später, soll auch bitte was ausführen. So, das ist eine sogenannte Closure, für die, die das von Programmiersprachen kennen. Und hier in den Konstrukt können wir jetzt einfach reinschreiben, was ist der Codeblock, der bitte schön zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden soll. Und da können wir jetzt auch hier sagen, light send off, soll er dann ausführen. Einen solchen Timer, der kriegt auch einen Handle zurück, das heißt, man hat die Chance, den wiederum in anderen Regeln auch zu canceln, zu reschedulen und Beliebiges damit zu machen. Also wirklich sehr flexibel mit sehr wenig Code hier. So. Das Schöne ist, wir sollten jetzt zumindest hier sehen, wenn es jetzt da an ist. Wir haben unseren Fensterkontakt gar nicht hier drin. Den sollten wir uns aber noch anzeigen, auf jeden Fall. Den habe ich nicht vergessen, dem Hotelzimmer zuzuordnen. Fügen wir noch hier hinzu. Dann taucht bestimmt gleich auch unser Fenster auf. Tatsächlich, da sehen wir unten das Fenster auf und zu. Sehr gut, funktioniert. Homatic, einwandfrei. Gut, wenn wir jetzt sagen, wir verlassen das Haus, jupp,
dann kann unsere Lampe leider nicht, aber vielleicht sehen wir hier, dass da was passiert. Wir hatten jetzt das Fenster zu, ne, passiert leider gar nichts. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, das ist nämlich eigentlich ein cooler Use Case, der funktioniert wunderschön, der macht die Sprachausgabe, der schaltet die Lampe, der reagiert auf unseren Fensterkontakt, aber wir sehen jetzt hier leider relativ wenig. Eine Stelle, wo ich das bestimmt zeigen kann, wo es passiert, ist noch unser allerschönstes UI, was ich sowieso noch aufmachen wollte, das ist das Hub-Panel. Das ist ein Web-UI, welches dafür gedacht ist, sich fertige Dashboards an die Wand zu hängen, irgendwie auf dem Tablet, was man sich vielleicht besorgt und einrahmt und irgendwie fest an der Wand hat. Da hat man wirklich die Möglichkeit, sehr schön und sehr komfortabel sich ganz beliebige Widgets irgendwie zusammenzustellen. Man kann das hier auf Fullscreen dann machen, so sieht das dann üblicherweise aus, dass man keinen weiteren Rahmen drumherum hat. Der hat jetzt hier schon schön unsere Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverläufe mitgemacht. Wir können das Licht jetzt hier auch auswählen und das war jetzt gerade aus. Das heißt, hier will ich das jetzt doch nochmal ausprobieren, ob wir nicht sehen, dass unsere Regler funktioniert. So viel Stolz habe ich dann doch. Das machen wir als kleines Fenster nebendran. Unser Basic UI im Hotelzimmer. Das machen wir zu. Oh, guck mal, das ist doch das Licht gerade schon wieder aus. So, wir sind anwesend. Wir haben das Fenster offen. Wir gehen auf abwesend. Jetzt hätte er uns doch eigentlich warnen sollen, den Timer erst in 5 Sekunden machen. Dabei ist das Licht jetzt schon gleich aus. Bitte? Habe ich da noch alten Code gelassen in meiner Regel? Das ist eigentlich ein else. Insofern, wenn es offen ist, müsste er hier reingehen und ansonsten sollte er es direkt ausschalten. Okay, wir haben gesehen, er hat was geschaltet. Belassen wir es dabei. Hier unten auch noch schönes Feature, Fenster und Anwesen. Das sind Timelines, sodass wir hier wirklich sehen können, okay, zu welchem Zeitpunkt, das zeigt er jetzt da unten links ganz klein an, die Zeitspanne, wann war das Fenster hier geöffnet, wann war es zu, können wir uns angucken, wann waren wir anwesend, abwesend, wird da alles schön mitprotokolliert in Echtzeit, ganz nettes Feature und man kann sich natürlich in so ein Dashboard dann auch Bilder rein integrieren, die von einer IP-Cam stammen können und das probieren wir jetzt mal zum Abschluss, da habe ich nämlich hier eine Demo-Regel schon, die mir auch auf den Homematic-Taster reagiert. Ich mache das mal klein und mir letztendlich nur ein Event-Update auf das Bild schickt, weil ich jetzt hier nur statische Bilder drin habe. Wenn man ein Live-Bild hat, dann wird das auch live abgedatet, sodass wir, wenn wir jetzt hier da sind, und sehen, keiner vor der Tür und jetzt klingelt es zu Hause. Jetzt bin ich aber gespannt. Ah, der Bernd ist da. Alles klar. Und nach ein paar Sekunden geht das per Timer auch wieder weg. Das funktioniert, ist ganz still und leise, wie er sich anschleicht und klingelt. Alles ohne Ton ist allerbestens heute. So, und wenn der Bernd schon vor der Tür steht, heißt das für mich, dass meine Zeit auch langsam um ist. Und damit bedanke ich mich ganz ordentlich für die Aufmerksamkeit.